Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und ja, willkommen zurück hier auf der NF Marsch. Und komisch, ne? Ich drücke auf den Knopf und ich schätze mal, der Fast Truck, das ist der, ja. Okay. Ja, der Hand ist auch schon auf dem Weg hierher. Ich habe nämlich da auf der 748 noch ein bisschen gesammelt. Dass denn da oben schon mal alle Ballen weg sind. So, dann werden wir hier auch noch mal so ein bisschen sehen, dass wir hier die Ballen hier wegkriegen. So, haust du noch einen raus oder eher nicht so? Na gut, hier nicht mehr. Okay, das hat da hinten gepasst. Super. Ich werde hier, oder ich sag mal, ich oder ich tendiere schon mal dahin, dass wir den EKG weghauen. Ist ja jetzt nicht so prickelnd, was da gestern gewesen ist, ne? Und behalten wollten wir den ja nicht eh nicht. Sehr, ist schade, dass, ne, aber ich habe den hier im Petto. Den hier. Wir könnten auch den, wäre auch, würde tatsächlich, also es hat funktioniert. Hier steht zwar Lastschaltung. Mit manuell schalten, das geht. Die haben, glaube ich, oh, der hat auch manuell. Okay. Jetzt gar nicht. Nee. Haben wir das ohne Sticker? Ach so, okay. Ohne drüber? Nee. Also. Machen wir den. Also den machen wir jetzt mal so nicht in Schwarz. Hatte ich mir jetzt mal so gedacht. Felgenfarbe würde ich so lassen. Kennzeichen. Ja. Yeah. Tatsächlich. Ich hätte vielleicht erst den LKW, anderen LKW verkaufen sollen. Und dann den hier kaufen, aber okay. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das mit dem geht. Oh. Da habe ich irgendwie ein bisschen.
Da habe ich ein bisschen gepennt, muss ich sagen. Aber da müssen wir eigentlich auch in der Theorie. Das hat aber auch gerade so gepasst. Den hier. Gleich Richtung Händler. Naja, war zwar eben ein kurzes Gastspiel, aber achso, okay. Na, das wird mit dem hier auch nicht funktionieren, glaube ich nicht. Dahin. Ich möchte es mal probieren. Keine Ahnung, ob das ist. Das Problem jetzt wahrscheinlich, er schaltet natürlich nicht weiter. Ich habe das jetzt noch gar nicht ausgetestet, wenn ich jetzt, ohne dass ich jetzt Kupplung trete. Also, er geht aus, okay. Ja, da ich den Mod hier drin habe, dass ich mit, wenn ich jetzt den mal ausmache, einfach nur aus Pedal treten oder Tastatur, startet der Motor. Wir werden, den glaube ich mal eben positionieren. Wenn ich nämlich den Das ist wieder so eine Frage. Wenn wir den natürlich den Anhänger nochmal voll haben, dass wir dann den LKW nutzen. Oh, Alter, gehen die mir auf den Sack da oben. Also mittlerweile haben wir es jetzt auch meine Uhr. 10 nach 12, also 12 Uhr, ne? 10 ist es mittags. Und seit 10 nach 7 geht das da oben ab, wie hier Schmitzkatze. Und wir haben heute Samstag. Ich meine, ich kann ja von Glück sagen,
Das ist ja leid, Gott sei Dank nicht jeden Tag so ist. Es sind mal wieder zwei zusätzliche Kinder da. Und dann ist das da oben der Kalasgucker. Bei denen ist das scheißegal, denen interessiert die Bohne. Ja, egal. Da habe ich mich jetzt echt schon so oft drüber ausgekotzt. Ich gucke schon immer ständig des Öfteren mal hier in die Gruppe rein, ne? Ob mein Nachbar von nebenan vielleicht sich mal noch mal wieder so ausgekotzt hat, aber ne. Ja, normalerweise hätte ich das heute Morgen jetzt eigentlich gar nicht mehr so mitgekriegt, weil eigentlich hätte ich einen Termin heute noch gehabt. Bei meinem Cousinchen hätte ich noch ein bisschen Rasen mähen. Aber witzig ist, oder witzig war es tatsächlich heute Morgen. Ich war soweit fertig und wollte mich gerade anziehen. Und dann hörte ich es auch schon mal rauschen. Ich so, hä, was ist denn los? Also ich gucke nach draußen, strahlender Sonnenschein, es regnet. Aber richtig, ne? Es regnet wie aus Eimern. Da haben wir dann auch gleich so. Ja, ich glaube, ich kann zu Hause bleiben. Stimmt, so nach allem Riesling sind wir ja bei Montag, ne? Ja. Dann haben wir ja gleich noch eine Folge. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Na gut. So, und voll sind wir schon wieder. Ah, wir steigern uns ja auf der 19 Uhr. Wir sind jetzt schon bei 23%. Ja, das ist doch schon mal schön. Ja, nur mal nicht so zaghaft, ne?
Aber hier komisch ist auch tatsächlich, also ich habe das tatsächlich bei mir irgendwo hier auf irgendein Projekt bisher noch nicht gehabt, dass hier die Abfahrer während der Fahrt abgetankt haben. Ich habe das jetzt tatsächlich bei dem hier, dem Werner, doch tatsächlich jetzt gesehen, dass das wirklich funktioniert. Ne? Doch nicht? Okay. Als wenn die da oben von ihren Betten hier auf den Boden springen würden. Ah, unglaublich. Ach guck mal, die 74 ist auffällig. Boah, die dürfen wir noch nicht abgeben. Die ist ja noch nicht fertig gemäht und gepresst. Da natürlich hier, da natürlich auch nicht dran denken, wenn wir natürlich in der morgigen Folge noch nicht fertig sind. Mit dem, deswegen ist der hier, der Mega und hier, wissen, dass das alles fertig ist. Ob die Ball, ob jetzt noch Ballen denn nach einem Feld liegen, das ist ja nicht so schlimm. Also. Sammeln brauchen wir eh nicht. Ich würde das jetzt vielleicht sogar auch. Gucken wir mal, wie weit er kommt. Naja, gut. Beendet hast du die Arbeit noch nicht, also das hier kann ich dir jetzt schon mal so sagen. Ne? Was ist denn nun hier mit ausklappen? So. So, dann werden wir auch gleich den der
75 müsste das dann sein. 75? Da haben wir noch keine Ordner. Speichern. So. Also wir sind schon wieder fertig mit der Folge. Sehe ich jetzt gerade. Dann sage ich wieder, ne? Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und jo, wenn ihr mögt, gerne Daumen da lassen natürlich. Und wenn ihr natürlich auch mögt, gerne morgen wieder reingucken. Gut, ich werde jetzt mal wieder raus. Wir sehen uns morgen. Ciao, ciao.